Nach allem, was wir bislang wissen, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz zusammen mit einem Kollegen die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln. Wir waren mit einem Silozug unterwegs, der nach allem, was wir wissen, mit Wasser beladen gewesen ist. Sie fuhren auf dem rechten Fahrstreifen und kamen aus bislang noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stießen dabei gegen einen Brückenpfeiler. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Es gibt Zeugen zum Unfallhergang. Wir haben bis dato aber allerdings keine Zeugenaussagen, die uns Aufschluss geben konnten, warum der Verkehrsunfall passiert ist. Das Fahrzeug wird eingeschleppt und natürlich auch geprüft, ob eventuell ein technischer Defekt die Ursache sein könnte.